ob man 2 oder 3 Wochen kein Geld verdient, ist natürlich ein bisschen doof. Aber nützt ja nichts. Die Rosen wachsen deswegen ja trotzdem nicht. Wir brauchen halt ein bisschen Licht und somit dann halt hier Wärme drin, dass sich halt eben mehr tut, ne? Weil mit das kann ich noch nicht verkaufen. Und der Kater und der Hund in den Rosen, ein Bild für die Götter, ey. Der Kater hat sich in die Rosen gerettet und der Hund wird so gerne damit rein. Und Fiete nutzt das aus, dass er weiß, dass Lucy da nicht hochkommt. Ein richtig gemeiner Kater. Hier den Affen an der Leiter machen und feststellen, letztes Mal, wo er das erste Mal hier war, da war das groß mit Berg. Ja, und jetzt sieht das hier schon ein bisschen weniger aus. Und jetzt wäre es schön, wenn die Sonne kommt, ne? Kohle aus, Sonne rein, das wäre natürlich besser. Weil Sonne gibt es für umsonst, Kohle muss bezahlen. Wenn wir sonst den Bunker einmal voll gemacht haben und der Lieferant gekommen ist, dann hat das so, ich sag mal, knappe 8.000 Euro gekostet. Und eben halt im Zuge von dieser ganzen Energiegeschichte, was da im letzten Jahr abgelaufen ist, haben wir halt dieses Mal für den Zug halt 20 fast bezahlt. Und das ist natürlich echt ein Unterschied. Das musst du irgendwie wieder reinkriegen. Ne? Und ich sag mal von auswärts, die Importware muss nicht geheizt werden. Und das ist natürlich der Nachteil für eine deutsche Schnittrose. Ich nehme den Sack hoch, stell mir das Glas mal bitte auf den Fußboden, Merle. Den Hund da bitte zwischen. Pass auf, ich nehme. Und es ist ja ultra nass hier. Den Hund, da ist dein Glas. Du nimmst die Spritze. Ich nehme die Spritze. Ich halte den Sack hoch und du ziehst eben halt das Drehenwasser raus. Ja, wenn du das so da runter drückst, dann kriegt er keinen, dann zieht er am Plastik. So, jetzt aber. Ja, hier kommt aber nichts an. Ja. Mehr als ziehen kann ich nicht, Herr Klün. Wollen wir das andersrum machen, dass ich das mache? Jetzt zieht er. Jetzt kriege ich. Haha. Huch. Und zack. Reicht dir das? Das langt, glaube ich. Jetzt wollen wir gleich hier aus diesem Drehenwasser, nennt man das so schön, den pH-Wert messen und den EC-Wert, also die Leitfähigkeit des Wassers messen. Dadurch können wir wissen, wie viel Dünger ungefähr in dem Wasser drin ist. Pflanzen sind ja wie Sportler. Und wenn du ein Sportler, wenn der gute Ergebnisse erzielen will, dann braucht er natürlich ein gutes Training, ein gutes Essen, einen guten Physiotherapeuten und so weiter. Und so ist es hier bei unseren Rosen auch. Wir versuchen, die optimal zu versorgen, dass es im Treibhaus nicht zu warm oder zu kalt ist, dass sie genügend Wasser haben, genügend Dünger haben. Und dann erwarten wir natürlich auch, wenn wir sie gut versorgen, dass wir natürlich auch eine schöne Rose abschneiden. Und so hier kann man das, ist, glaube ich, hier am besten vergleichen. Hier sieht man, dass jetzt der pH-Wert, was rausgegangen ist aus dem Sack, ist zu hoch. Das heißt, wir müssen entweder müssen wir mehr, wenn helleres Wetter ist, mehr Wasser geben. Das ist jetzt unser Winterdreck. Wir können im Sommer Dreck machen, wir können im Winter Dreck machen. Das ist jetzt Winterdreck. Wir sind ja froh, dass wir Dreck machen. Dann wird halt einmal geschrubbt und dann kannst du halt einfach neu in die Saison starten. Das ist dann auch, ich sag mal, auch für einen selber irgendwie. Dann ist alles wieder sauber. Als wenn man den Dreck immer vor sich her schiebt. Ist ja auch nicht so schön. Jo. Gut, mein Mann wird ja sagen, wenn ich einen Schrubber habe, ob ich heute noch irgendwo hinfliegen will. Ne? So als. Naja, gut, lassen wir das mal, ne? Na Merle, guck's mal, wo der Schalter ist. Ja! Und den einmachen kann. Blöd, Mann. Einmal mit Klarwasser drüber, einmal mit dem Abzieher. Und dann glänzt der Binderaum wieder und der Kühlraum. Und Merle also hat sowieso eine Rundholzallergie. Also Rundholzallergie heißt, ne? Das ist eine Rundholzallergie, hatte unser ehemaliger Mitarbeiter. Der hat auch den Besen nicht angefasst, hat Stefan nämlich den Stall ausgeschrubbert. Wir sind Samstag,
17 Jahre verheiratet. Echt der Knaller. Und witzigerweise, vor 17 Jahren, genau samstags, haben wir ja geheiratet kirchlich. Und jetzt ist es wieder ein Samstag. Und wir gehen, Premiere, alleine essen. Ohne Kinder, ohne Hund. Hab einen Tisch reserviert. Nur Mama und Papa. Hat's schon lange nicht gegeben. Wir sind ja darauf erpicht, von wegen, dass es in den Rosen, dass es zeitlich immer gut hinhaut. Wenn wir natürlich im Frühjahr zu kaltes Wetter haben, kommen wir später in die Saison. Und meistens ist es so, wenn wir später in die Saison kommen, dass es nachher dann auf einmal schlagartig wärmer wird. Und dadurch haben wir dann zu viel Ware dann nachher auf einmal. Der Preis geht dann, der eigentlich dann im Frühjahr recht hoch sein muss, eigentlich dann gleich schon in den Keller. Man ja auch so ein bisschen den Druck, ne? Du hast kleine Kinder, du hast Oma und Opa, du hast die Angestellten, kommt kein Geld rein. Ne? Also das Konto geht schön nach unten. Das Konto geht immer weiter nach unten, dann, das ist schon eine Belastung, ne? Also für die Nerven. So, und dadurch, dass wir jetzt im Winter ja natürlich Neueinnahmen hatten, ist das ja eben halt für uns ein bisschen entspannter, sag ich mal ganz ehrlich. Ne? Der Kessel schreit nach Futter. Das ist dann immer so ein bisschen Frühsport, den man hier betreibt. Hier rutscht die Kohle ja momentan nicht so gut nach, wenn zu wenig im Bunker drin ist. Und da muss man morgens eben halt ein bisschen nachhelfen. Das ist Anthrazit, ne? Also Anthrazitkohle. Keine Steinkohle, keine Braunkohle. Anthrazit ist eben halt nochmal eine etwas bessere Kohle mit mehr Energie drin. Kannst du nicht so viel sehen. Hier kommt die Kohle an, das ist das Vorratsbecken. Was ich hier schon an Schrauben und Steinen und ich weiß nicht, was rausgezogen wird. Sowas passiert natürlich auch immer mitten in der Nacht. Die Heizung blockiert und dann kriegen wir Alarm vom Computer. Und dann sitzt du hier manchmal ein paar Stunden nachts, um dann die Anlage wieder zum Laufen zu kriegen. Und meistens passiert sowas ja immer dann, wenn es immer richtig kalt ist. Also wenn die Heizung auch richtig gebraucht wird. Ne? Bloß das Problem ist, wenn die Rosen gar keine Heizung haben, dann kommen sie nachher alle auf einmal. Das heißt, ich kann sie nicht mehr so schön steuern. Dann blühen sie alle auf einmal, habe ich einmal viel und dann einen Augenblick später habe ich wieder zu wenig oder gar keine sogar. Und deswegen heizen wir eben halt. Zwei Brennkammern, eine links, eine rechts. Aber wir lassen momentan, haben wir dieses Jahr ihn nur auf einer Seite laufen lassen, auf einer Seite angesteckt. Dann brauchen wir auch nicht ganz so viel Kohle. So, jetzt hat er quasi die verbrannte Kohle einmal rausgeschürt, also abgefahren und neue Kohle rutscht jetzt von oben wieder nach. Es regnet sogar hier drin. Ja, hey ihr Lieben, schön, dass ihr reingeklickt habt. Jetzt habe ich euch mit in die Rosen genommen. Die haben natürlich noch nicht alle das gezeigt, was sie können, weil das Wetter noch nicht so mitspielt. Aber beim nächsten Mal, da zeigen sie Farbe, definitiv. Da bin ich ganz, ganz zuversichtlich.